Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft Classic. Ich lege jetzt hier noch schnell mal meine Redstone Torches ab und mein Redstone und vielleicht mein Knopf, der kann hier rein. Erde, Holz, Eisen, Brot. Ein zweites Minecart kann ich zu den Werkzeugen dazulegen, weil das brauche ich ja aktuell nicht. Und dann würde ich sagen, naja, den einen Stack, beziehungsweise den angebrochenen Stack Steine können wir mal mitnehmen. Dann können wir uns mal schlafen legen. An sich würde ich lieber aber die Nacht durchmachen, damit es auch mal regnet und so. Verstehst du? Und ich weiß nicht, ob die Musik vielleicht ein bisschen zu laut ist, aber naja, halb so wild. Guten Morgen! Wir gehen jetzt erst einmal rüber zu unserer, naja, Pseudomine, würde ich jetzt mal sagen, da wo wir den Tunnel angefangen haben. Und werden den jetzt ein bisschen weiter buddeln. Ist wahrscheinlich nicht komplett, aber na komm, die 6 Erde kann ich hier direkt auch nochmal ranklatschen. Also darüber zu unserem Tunnel und buddeln den ein bisschen weiter. Was bist du hier für ein komisches Wasserloch? Spinne, warst du das etwa? Ja, du brauchst nicht so schüchtern gucken. Du kannst es ruhig zugeben. Ist nicht so schlimm, wenn du da mal ein bisschen Pipi gemacht hast. Aber gut, gehen wir da ein bisschen weiter. Wir haben ja reichlich zu tun. Ja, sieht doch schon ein bisschen angenehmer aus, oder? So mit den paar Bäumen hier. Weil das war hier früher mal alles Kahlland, oder wie man es nennt. Also, dass es hier halt keine Bäume gab und so, die haben wir alles selber angepflanzt. Damit wir ein paar Materialien hatten, damit wir irgendwie bauen können. Ja, sozusagen unsere Baumfarm. Gehen wir mal hoch zum Baum der Bäume. Den haben wir auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr besucht. Na, der ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ach ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen in der letzten Folge, in der 1.5 gibt es jetzt auch Säpplinge für alle unterschiedlichen Baumarten, die es zu diesem Zeitpunkt bereits gibt. Ach, da hinten muss ich hin. Das kann ja noch heiter werden, bis wir da durchkommen. Hoppala. Ich habe mir überlegt, dass wir hier in die Gegend irgendwie so ein Dorf hinbauen. Ja. Und wenn es Villager gibt, dann karren wir die irgendwie rüber. Ich weiß, das wird ein Aufwand von über 500.000 Kilometern sein, aber hey. Sowas macht man ja auch nur einmal. Ernsthaft? Komm, dich korrigieren wir mal schnell. Oder wir setzen dich ganz unten hin. Da, wo wir dich öfters brauchen werden. Und ich frage mich, ist das hier überhaupt die richtige Richtung? Und ja, ich habe hier mal heimlich ein bisschen weiter gebuddelt. Dann habe ich hier eine Höhle gefunden. Da dachte ich mir, so heimlich kannst du es leider nicht mehr machen, um an Steine ranzukommen. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. Zumindest gibt es hier reichlich Ressourcen. Das ist doch auch schon mal was. Und so groß scheint die Höhle nicht zu sein. Oh, da gibt es Zombies. Und ich muss niesen. Oh. Immer wenn ich niesen muss, geht irgendwas schief. Mal schauen, wie lange ich es unterdrücken kann. Weil niesen zu müssen, ist einfach keine schöne Sache, Leute. Also, diese Höhle ist ja schon sehr weit verstrickt. Uah! Bleibst du dort hinten? Und hier gibt's Lava. Grelle Wahnsinn. Und Pilze. Und Kohle. Au. Seid doch nicht so grob zu mir. Ich will doch nur gucken, wie weit es da runter geht. Aber nö, darf ich anscheinend nicht. Naja, ein bisschen Kohle können wir definitiv auch mitnehmen. Aber ich glaube, eine Höhlenexpedition werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt hier durchführen. Weil ich jetzt den Tunnel ein bisschen vorantreiben möchte. Da wir jetzt Booster Rails haben, lohnt sich das ja richtig für uns. Und die Kohle habe ich ja auch nur aufgesammelt für Fackeln und so. Verstehst du? Nicht schlimm, wenn du es nicht verstehst. Ich verstehe es manchmal auch nicht.
Ja gut, jetzt haben wir hoppala, reichlich Fackeln für den Anfang. Aber soweit es geht, leuchten wir schon aus. Wir wollen ja schließlich unnütze Spawning Grounds irgendwie verhindern, vermeiden. Für was weiß ich. Oh, da fließt die Lava runter. Verstehe. Jetzt die Shift-Taste loslassen und runter liegen. Genau. Das wäre doch auch wieder so ein Klassiker, den wir hier noch nicht gebracht haben. Also den mit der Shift-Taste loslassen schon, aber im Lava-Landen hinterher, das fehlt uns noch. Unserer Sammlung. Keine Sorge, Leute, die gesamte Kohle möchte ich hier natürlich nicht abbauen. Aber wenn ich irgendwo eine sehe, nehme ich sie natürlich mit. Und mir reicht's hier. Die Kohle können wir uns dann ein anderes Mal wiederholen. Die Frage ist, wie kommen wir runter zu dem Zombie? Hm. Vielleicht auch ein andermal. So. Wäre das auch schon mal geschafft. Wer hätte gedacht, dass sich hinter so einer dünnen Spalte noch so ein riesiges Höhlensystem verbergt. Ja, so überraschen kann einen nur die Alpha. Ich meine die Beta. Wobei, das hier ist noch Alpha-Gebiet. So. So Eisen lasse ich definitiv nicht liegen. Da kannst du sagen, was du willst. Wo ist jetzt mein Tunnel? Hier. Gut, dann reißen wir hier nochmal alles ein. Die Frage ist, möchte ich mir die Kohle jetzt holen oder erst später? Wobei, ich muss ja nicht genau direkt hier irgendwie was zubasteln, weil so geht es ja natürlich auch. Dann bist du hier natürlich falsch. So, die Frage ist, wie weit kommen wir, ohne auf eine andere Höhle zu stoßen? Oder über eine andere Höhle zu stolpern? Das wäre mir nämlich ein bisschen unangenehm. Na komm, du kommst da auch mal weg. Sieht nicht schön aus. Oh ja. Da ist jetzt bestimmt der Aufschrei groß. Die schöne Kohle. Und er baut sie einfach zu. Nee, 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 nee. Gut, weiter. Wir haben hier noch reichlich Arbeitspensum vor uns. Und mit so einem Tinker Construct Hammer wählen wir da ruckizucki durch. Nö, einen Draconic Hammer bräuchte man dafür nicht, beziehungsweise einen Draconic Big Axe. Wie auch immer die heißt, Wüfern oder so. Ich weiß auch nicht alle Namen auswendig. Will ich auch nicht. Ich hätte mir vielleicht die Koordinaten angucken können, wo unser Tunnel ungefähr hin muss. Damit ich da noch ein bisschen lenken kann. Verstehst du? Aber allzu lange möchte ich hier auch nicht buddeln. Ich warte eigentlich nur heimlich darauf, dass es regnet. Aber ich glaube, dafür müssen wir wirklich mal so 2 Tage durchmachen. Weil jedes Mal, wenn man schläft, wird der Timer fürs Regnen auf 0 zurückgesetzt. Deswegen mag ja keiner Regen, ne? Erst recht nicht auf irgendwelchen Servern, weil da geht ja eigentlich nie einer schlafen. Da bekommst du es halt irgendwie selten hin, dass alle Leute gleichzeitig spielen, auch gleichzeitig schlafen gehen. Das funktioniert da wirklich sehr selten. Aber das waren ja wirklich noch Zeiten, als Wetterbedingungen eingeführt worden sind. Alle haben es gefeiert. Bis auf den letzten. Alle, wirklich. Jeder. Und nach einer Zeit mochte keiner mehr Regen sehen. Schnee ist an sich eigentlich noch relativ legitim. Behaupten ja alle, aber Regen geht gar nicht. Keine Ahnung. Erst haben sich das alle gewünscht und jetzt mag es keiner mehr.
So ist es leider mit allem. Und ich glaube, ich hänge euch mal eine Fackel auf, damit ihr was seht, oder? Klar, man sieht hier auch nicht mehr aus einem Gang, aber... Who cares? Die Musik geht mal wieder so richtig ab. Die motiviert mich ja fast schon richtig. Ich sollte mir vielleicht hier mal die Koordinaten abgucken. So, was haben wir denn? 120... 120 minus 93. Mal gucken, wo wir sind. 120 minus 93. Bis ich da ankomme, wo ich hin will, habe ich es bestimmt vergessen. Ich kenne mich doch. 120 minus 93. Ich könnte es mir in den Chat schreiben, aber wie ihr jetzt hier nicht sehen könnt, geht er ja nicht. Den gab es damals noch nicht. Den bräuchte man damals doch nicht. Oh yeah. Also gut. Oh, es wird dunkel. Die Wolle nehme ich natürlich auch mit. So, jetzt bin ich schon mal bei 90, also 93. Naja, nicht egal. 120. Also hier, ich bin nicht direkt über meinem Tunnel. Was geht denn da unter uns ab? Moment mal kurz, ich blende ihn mal direkt wieder aus. Und dann geht's da mal runterwärts. Ich habe mal so eine Kontrollbohrung gemacht. Das tut ja auch niemandem weh. Genau, sehr schön. So, und dann können wir ab hier dann mal gucken, wie weit wir noch rüber müssen. Naja, an sich können wir noch direkt ein paar Meter weiter nach vorne. Das bietet sich ja definitiv auch an. Aber ich möchte schon irgendwie daheim ankommen, bevor die Folge zu Ende ist. Das werden wir definitiv nicht in dieser Folge schaffen, aber... Jo. Hier machen wir noch 3 Minuten oder so und dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Dann vermessen wir mal ein bisschen. Mich würde schon interessieren, wo wir da hinkommen. Und ich glaube, ich wäre schon längst am Ziel, hätte ich mich hier dafür entschieden, einfach mal so einen Einergang zu machen. Aber Leute, ihr müsst es positiv sehen. Jeden Stein, den wir hier abbauen, der kommt dann unserem Haus zugute. Umso mehr wir abbauen, umso mehr können wir dann am Stück bauen. Vorausgesetzt, mir gehen zwischendurch nicht die ganzen Ideen aus. Ich habe zwar reichlich Ideen für diverse Maschinen und automatische Sachen und Farben, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Aber ja, bis wir soweit sind, Spielmechanik technisch, wird noch eine ganze Menge Zeit ins Land gehen. Naja gut, meine Spitzhacke ist eh gleich kaputt. Dann haben wir es eh geschafft. Also die Spitzhacke mache ich definitiv noch kaputt. Aber hallo. Ich weiß nicht, soll ich das hier offscreen fertig machen? Ich habe keinen Plan, höchstwahrscheinlich nicht. Weil sonst fragen mich dann wieder alle, wo sind die Steine hier? Die hast du dir gecheatet, bla bla bla, bla 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 bla, bla 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 bla. Ja, was soll ich dann dazu sagen? Außer, dass man hier den Game Mode noch nicht ändern konnte. Ja, schön. Klingt komisch, ist aber so. Und das war's mit der Spitzhacke. Naja, ganz so viele Steine haben wir leider nicht bekommen. Hätten ruhig ein paar tausend mehr sein können. Ja gut, da wir ein bisschen Eisen dabei haben. Das reicht leider auch nicht, um mich auszubessern. Und ich könnte... Ich habe ja keine Spitzhacke mehr. So. Dann mache ich mir jetzt hier noch 2 Spitzhacken für unterwegs. Ich hätte mir die Koordinaten merken sollen, damit ich da direkt mal markieren kann. Ach du Schreck, einfach mitten im Tunnelbau. Was haben wir denn hier für Koordinaten?
75 und direkt voraus ein Monster. Minus 75. Ich hätte mir das eine Loch da oben schon mal mit einer Fackel markieren sollen. Bam, 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 bam. So, zwei Spitzhacken. Die braucht man ja eh immer, wenn wir schon mal hier sind. Beziehungsweise eine Workbench vor der Nase haben, können wir uns definitiv eine gönnen. Bisschen Kohle haben wir auch eingesammelt, damit können wir noch ein bisschen Cleanstone schmelzen. Vielleicht nicht hier. Wow. Hier ist eine richtige Hühnerinvasion. Und Wolle liegt hier rum. Waren hier gerade Wölfe unterwegs oder was? Naja, Hauptsache Hühner gibt's hier. Wo geht's Richtung heimwärts? Da, wo die Creeper stehen. Na super. Das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich markiere einfach mal den Weg heimwärts. Komm, das Skelett verprügeln wir. Wir brauchen nämlich Knochen. Na komm zu Papa. Hup. Oh, du denkst, du bist ein ganzer Schlauer. Bist du aber leider nicht. Hier war es irgendwo, oder? Äh, 120. Ja, hier ist Kontrollloch 1. Und 75. Dann sind wir jetzt genau hier. Naja, eigentlich sind wir hier. Dann können wir es jetzt direkt ausmessen, wie viele... Moment mal kurz. Wie viele Blöcke wir da nach vorne gehen müssen. Hier vielleicht nochmal... Ich würde mal sagen, wir werden vielleicht bis hierhin gehen. Dann werden wir darüber einschlagen, zu den ganzen Skeletten da drüben. Und wenn wir dann dort sind, gehen wir irgendwann mal nach links. Und gucken mal, welche Räumlichkeiten wir da auseinanderpflücken. Was zur Hölle geht denn hier davor? Zu viele Ungeheuer, Monster. Ist ja schlimm und Hühner auch noch. Das geht ja mal gar nicht. Die Frage ist, wollte ich es hier regulär zumachen oder auf dem Level hier unten bleiben? Weiß es nicht mehr. Ich habe doch gerade nicht hingeguckt. Lass doch den Quatsch. Ich glaube, ich würde mal sagen, zum Abschluss dieser Folge gucken wir nochmal in den Slime-Keller. Aus dem einfachen Grund, weil man niemals genug Slime haben kann. Ich glaube, wir werden direkt die Erde von da drinnen nehmen und da drüber klatschen. Das wäre toll. So, Erde schon mal aufgebraucht. Mein Slime-Keller ist direkt da vorne. Ich hoffe, da spawnen nicht zwischenzeitlich ein paar fiese Gegner. Eigentlich könnte ich ja jetzt schon von hier, wenn ich F3 anmache, gucken, ob da unten Slimes sind. Aber nee, dann geht uns ja der ganze Spaß flöten. Und? Hören wir was? Nö, die Slimes sind wählerisch. Oder die haben mitbekommen, dass das hier unten ein Slime-Killer ist. Oder, Moment mal kurz. Wurden nicht in der 1.5 die ganzen Slime-Chunks umgelegt? Oder war das in der 1.7? Also, ich meine jetzt Beta natürlich. Ich weiß, in irgendeiner Beta-Version wurden die gesamten Slime-Chunks vertauscht. Wäre ja lustig, wenn das jetzt kein Slime-Chunk mehr wäre. Weil ganz so viel Slime, wie ich gerne hätte, habe ich leider noch nicht. Ich habe gerade mal vielleicht einen halben Stack oder so. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.